Hallo liebe Pyro-Freunde, hier ist wieder mal euer Pyroman. Ich werde euch heute ein paar Sachen wieder vorstellen. Ja, denn ich habe schon ein bisschen etwas gebastelt. Dann bis gleich. Ja, hier geht's wieder weiter. Und ich würde dann noch sagen, ja, das war mal so ein Anfang von einem Cut, muss ich jetzt sagen. Denn da war ich noch sehr klein und da habe ich einfach. Also, es war eine Lampe und da habe ich einfach ein Kabel. Das war mein erster Bilder sozusagen, ja. Und ich habe da auch noch etwas gebastelt. Ja, was jetzt eigentlich nicht so toll ist, aber naja, so Kanonen sage ich jetzt mal. Kanönen habe ich sie genannt. Davon zwei Kanönen. Und wie gesagt, ich habe ja noch kein Pulver oder sowas. Ich bin ja noch ein Anfänger, wie gesagt. Und ich habe jetzt nur mal das außen gemacht hier. Und diese Pokémon-Packungen von meinem kleinen Bruder eignen sich eigentlich perfekt dafür. Ach ja, und das ist von meinem großen Bruder. Das ist von meinem großen Bruder. Also ja, die sind eigentlich schon fertig, wenn man das so sagen darf. Ja, diese von meinem großen Bruder, so Böller. Und dann würde ich auch noch die Strohhalmcracker machen. Das habe ich nämlich in einem Video gesehen. Und ich finde, das wird eigentlich auch hier anfangen. Ich habe große und kleine, was ich eigentlich sehr, sehr cool finde. Auch wieder in so einer Pokémon-Schachtel. Würde mal sagen, ich werde ja auch noch filmen bei anderen Sachen so. Ja, ich weiß nicht. Und vielleicht auch zum Ausstechen noch so ein Theater, so ähnlich wie Plastilin. Ich kann das auch mal hier in dem Disney. Ich kann das auch mal kurz herzeigen. So eine Masse. Und ich finde, es ist eigentlich sehr, sehr gut zum Abdichten und so. Habe ich auch von meinem Bruder sozusagen. Und dann habe ich auch noch irgendwo von so einem normalen Spitzer eben. Der ist rausgeschnitten. Man muss halt sehr vorsichtig sein. Ist auch sehr cool. Und ja, das ist eben wieder das ähnliche Plastilin. Ist auch sehr gut zum Kneten und so. Ja, eigentlich sehr, sehr cool, gut zum Abdichten. Würde ich mal sagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.